Hero was completely wasting our work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. So much for the golden future, I can't even start. I had every promise broken, there's anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'd find yourself doing the same thing too. Breaking the law, 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 breaking the law. You don't know what it's like. Breaking the law, 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 breaking the law. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Yeah! Wow. Wow. Thank you. Oh, Leute, heiliger Scheiß. Wie ist das geil? Die Kulturbäckerei in Lüneburg, sie bebt. Hier in meinem Atelier, Leute, im Musikuniversum mit meinen beiden Buddies. Ben Boles an der Gitarre und Olaf Senkbeil an den Vocals. Also so ein Doppelpack wünscht man sich natürlich. Und ich habe Rob Halford, den wir ja hier sehen, gerade am Lächeln erlebt. Er freut sich auch. Er ist mega geflasht und absolut abgeholt von uns. Und von mir gemalt als neuen Rock Legend Alive. Er lebt also noch, keine Angst. Und wie gesagt, auf Leinwand hier zu sehen mit Regenbogen, da muss ich euch einen kleinen Lesetipp mal zeigen. Und zwar seine Biografie Ich bekenne, von Rob Halford selbst geschrieben. Leute, zieht euch das rein, das ist der Hammer. Und da erlebt ihr auch, warum der Regenbogen auf der Leinwand zu sehen sein wird. Außerdem, kleines Gimmick, lackierter Fingernagel mit dem britischen Union Jack. Also mehr ging in dem Fall nicht. Hell Bent for Leather, Pommesgabel darf nicht fehlen. In diesem Sinne, Rob, ich hoffe, dir gefällt das. Und ich bedanke mich bei Olaf und bei Ben für diesen wahnsinnigen musikalischen Support. Mega Ding. Also Leute, hallo. Danke, Olo. Gerne, gerne. Und alle im Kollektiv nochmal die Pommesgabel ins Musikuniversum. Yeah!